Nasir Kadan kommt aus Syrien, ist 29 Jahre alt, seit 2 Jahren in Deutschland und macht eine Ausbildung in Eitlingen. Und mittlerweile spielt er ganz gut und vor allem gerne Tennis. Tennis für mich heute bedeutet Spaß, bedeutet Freude, bedeutet Gesundheit auch. So finde ich. Bedeutet auch Freizeit. Wenn ich Freizeit habe, dann treibe ich Sport oder spiele ich Tennis. Dass er damit angefangen hat, liegt auch an ihm. Udo Häusler hat über einen Bekannten mitbekommen, dass Nasir gerne Tennis spielen würde. Jetzt ist er quasi Trainer des jungen Flüchtlings, zeigt ihm aber nicht nur Aufschläge. Was ich mir dabei versprochen habe, ist wirklich, dass er auch einfach bei der sportlichen Tätigkeit auch mal ein anderes Deutschland, als man so in den Kursen beigebracht bekommt. Das ist nämlich das Deutsch, was wir verwenden, was wir sprechen und das man eben beim Sport benötigt. Damit sind die beiden sozusagen ein Prototyp mit etwas großem Altersunterschied. Kreis Jugendring, Landratsamt und Sportkreis Böblingen haben jetzt nämlich das sogenannte Sportpatenprojekt ins Leben gerufen. Die Idee ist, dass deutsche Jugendliche auf Flüchtlinge zugehen und sie für ihre Sportart gewinnen und dann zukünftig als Pate für sie das Bindeglied zum Verein sind. Im Sport ist es relativ einfach. Wenn jemand Fußball spielt, hat er gleich 10 Mannschaftskameraden und ist ein Teil einer Mannschaft. Und so ist es beim Sport überall. Man lernt leicht Leute kennen und ist unter der hiesigen Bevölkerung. Und genau damit tun sich viele Flüchtlinge am Anfang schwer. Zuerst ist es schwierig, weil man einfach vor dem oder mit dem anderen etwas Angst hat, weil die Sprache nicht kann. Der Sport könnte die Lücke schließen, helfen, die Hemmung zu überwinden und auf Menschen zuzugehen. Auch wenn er durch Ausbildung und Sprachkurse bereits die ersten Hürden genommen hatte, Tennis hat auch Nasir viel geholfen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Wenn man etwas macht, dann irgendwann muss unbedingt einfach Leute treffen. Und wenn man Leute treffen, dann muss einfach mit den Leuten einfach auch sprechen oder so. Ich finde, das ist toll. Sportpate kann jeder Jugendliche oder junge Erwachsene werden, der in einem Verein aktiv ist und gern bei der Integration helfen möchte. Wer mitmacht, bekommt außerdem eine Schulung über interkulturelle Kompetenz inklusive Zertifikat. Und wer weiß, vielleicht auch noch ein paar neue Freunde dazu.